Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen, aber mega, mega wichtigen Apex Legends News Update. Es geht um Season 7. Der Start wird einfach mal um eine Woche vorverlegt. Ich möchte euch in dem Video auch noch zeigen, dass es in Season 7 einige wichtige Fixes in Sachen Audio gibt. Und ich zeige den meisten von euch, viele wissen das nämlich gar nicht, wo sich der Spot befindet. Ihr kennt diese Sonderherausforderung, die wir hier gerade haben, dieses kleine Experiment. Ich zeige euch, wo der nördliche Wachturm ist oder nördlicher Wachturm. Das wissen viele nicht. Ich zeige euch ganz kurz am Ende des Videos, wo genau auf dem Kings Canyon sich das befindet. Ist relativ simpel zu finden. Jetzt gehe ich aber erstmal auf den Start von Season 7 ein. Der wird tatsächlich um eine Woche vorverlegt. Ihr seht es hier oben schon leuchten, noch 14 Tage, vor ein paar Tagen stand da bei mir einfach mal noch 25 Tage. Jetzt sind es auf einmal, ja, 7 Tage weniger. Warum das von Respawn geändert wurde, ich habe absolut keine Ahnung. Aber alle, die unbedingt noch den 100er Battle Pass Skin für die G7 oder den 110er, der um einiges besser aussieht, erspielen wollen, die müssen sich jetzt mega den Arsch aufreißen. Und ich bin normalerweise in vielen Seasons schon deutlich vorher fertig geworden. Ich habe auch diese Season extrem daran zu kämpfen, überhaupt das Battle Pass Maximum zu erreichen. Ich bin aktuell Stufe 94. Wer nicht weiß, dass man auch eine Stufe erkaufen kann, ganz normal, wenn ihr im Hauptmenü seid, wenn ihr das denn unbedingt wollt. Ich gehe davon aus, dass es die meisten nicht machen möchten. Geht ihr einfach auf Battle Pass Stufe kaufen und da könnt ihr euch für 150 pro Stufe halt eine Stufe dazu kaufen. So, was wollte ich noch sagen? Ja, das Halloween-Event, das fängt ja am 22. sprich morgen an. Ich streame übrigens auf Twitch in das Halloween-Event rein. Möglicherweise startet es wie letztes Jahr schon 17 Uhr. Nur eine Vermutung von mir, habe ich nirgendwo gelesen, nirgendwo ein Leak. Wie gesagt, bis zum 3.11. geht das Halloween-Event und am 4. und das ist, Entschuldigung, das ist einfach mal ein Mittwoch. Wann ist bei Apex mal an einem Mittwoch was passiert? Sollte ich in den nächsten Tagen rausbekommen, warum auf einmal die Season um eine Woche vorverlegt wird? Ich habe wirklich keine Ahnung, warum das der Fall ist. Wer weiß, vielleicht überschneidet sich da irgendwas mit Season 7 in Zukunft auf Season 8. Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich euch eigentlich noch zeigen? Natürlich erstmal einen Beweis auch, wenn ihr es da oben selber seht, dass Season 6 in 14 Tagen vorbei ist. Ein paar Data meiner Quellcodes, die zeigen Season 6 Finish Time 4.11.2020 und Start von Season 7 am 4.11.2020. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz noch etwas zeigen von einer Apex News Seite. Und dort bestätigt Respawn, dass eine Menge an Audio-Fixes in Arbeit sind und mit dem Start von Season 7 tatsächlich passieren sollen. Und in diesem benannten Artikel, ich habe kurz reingelesen, werden auch die oder das größte Audioproblem überhaupt genannt, die Footsteps der Gegner. Ich wage aktuell tatsächlich zu bezweifeln, ob die das gefixt kriegen. Ich habe keine Ahnung. Das war's von dem News-Update. Ich zeige euch jetzt noch, wo der nördliche Turm ist. Geht relativ fix. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Informationen haltet. Vor allen Dingen, was sagt ihr dazu? Season 7 schon eine Woche früher für alle, die das Maximum schon erreicht haben. Die freut es natürlich, aber ich finde es unnötig. Wer weiß, was für Gründe dahinter stehen. Ich möchte es nochmal betonen, wenn ich die Hintergründe erfahre, werde ich die natürlich euch auch noch in einem extra Video eventuell nachträglich nachreichen. Ich brauche noch ungefähr 20 Abonnenten übrigens zur magischen 10.000. Es ist auch schon ein 10.000 Abonnenten-Special geplant. Näheres dazu noch in meinem Community-Tab in den nächsten Tagen, vielleicht auch morgen schon. Lasst euch mal überraschen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen zum Start vom Halloween-Event mich auf meinem Twitch-Kanal besuchen kommt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm, kapsel dich mal bitte ab. Interessiert ihn aber auch nicht. Geiler Typ. Zerstörte Kaskaden. Na, so kann man es auch schimpfen. Erster Treffer beim Feind. Starte Ring Countdown. Der nächste Ring ist ziemlich weit weg.